Department of Ancient History, log entry 238. I have devoted years of my life to the search for an ancient occult formula intended to reverse the flow of time. I am trying to decipher the writings of long-forgotten scribes, and I believe I have made a significant find in one of the old alchemical notes we found on Vernum, an island off the coast of Norway. I have brought all the material I have gathered to my home in order to study it without any distractions. The books speak of a spiritual presence, a thing of darkness which stalks unhindered across all dimensions. It is said to be all-seeing and all-knowing. I can feel my mind losing its grasp on reality as I dig deeper and deeper into this madness. Reading aloud exacerbates the process, but also I sense a force taking hold of my mind. Yet it is by such thorough disquisition upon the contents of these books that I believe I have found a solution to my wife's affliction. And yet, now I begin to fear that it is far too late. Signed, Professor Theodore Westmark. Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen hier zu einer weiteren Runde in einem der vielen verrückten Cthulhu-Spiele, die es bei Steam gibt. Diesmal Westmark Manor. Cthulhu-Spiel vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Es ist ein Spiel, das sich dem kosmischen Horror widmet, also der Welt von H.P. Lovecraft. Und wie ihr wisst, habe ich daran ein besonderes Interesse. Deswegen schaue ich mir Westmark Manor zusammen mit euch an. Auf dem PC, neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Es sah einfach nur cool aus, war bei Steam reduziert. Also warum nicht? Wie gefällt dir die Erkundung? Interessant. Hindernis? Weiß nicht. Ach, wahrscheinlich ist das ein wählbarer Schwierigkeitsgrad. Ich mach mal weiß nicht, um nicht gleich am Anfang vor undurchdringlichen Rätseln zu stehen. Was hältst du von den Hindernissen? Schrecklich, nicht übel. Mehr Vernunft. Ich mach mal schrecklich. Ist freier Wille real oder nur eine Illusion? Weniger Inventar, weniger Ausdauer. Es ist alles in unserem Kopf. Bist du eine leichtsinnige Person? Ja. Ist Zeit wichtig, wenn man Spaß hat? Langsam ist besser. Dieses Spiel erfordert Geduld und Aufmerksamkeit. Bleibe stets wachsam und achte darauf, was in deiner Umgebung geschieht. Nur so kannst du überleben und das Spiel beenden. Am besten du spielst Westmark Manor in einem dunklen Raum mit Kopfhörern für das beste Spielerlebnis. Zufälligerweise tue ich das. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
Oh, mein Kopf! Wie bin ich hierher gekommen? Was für ein merkwürdiger Ort und so dunkel. Ich brauche eine Lichtquelle. Mein Notizbuch. Das mir die Steuerung erklärt. Waking up in a place other than my bed was disconcerting. An einem anderen Ort als in meinem Bett aufzuwachen war äußerst beunruhigend. The noisome dark air filled me with dread. Es war dunkel und die lauten Geräusche machten mir Angst. It is no mere darkness I see before me, I whispered to myself, but death itself. Es ist nicht bloß Dunkelheit, flüsterte ich mir zu. Es ist der Tod selbst. Ich würde die Tiefe, unbekannte Dunkelheit lieber vermeiden. Ich bin wie gelähmt vor Angst, wenn ich zu lange darüber nachdenke. Ich werde eine Lichtquelle brauchen, um zu sehen, was ich in dem Raum mache. Dunkelheit kann an manchen Orten sehr beängstigend sein. Dann hilft eine Laterne. Suche eine Öllaterne oder mache mit Streichhölzern Licht in einigen Räumen, um das Dunkel zu bekämpfen und zu finden, was du suchst. Die Verwendung von Streichhölzern für bestimmte Lichtquellen hilft dir, nützliche Dinge zu finden. Gefunden: ein Streichholz, ein okkultes Siegelstück, eine okkulte Siegelplatte, ein Identifikationsset. Geistige Gesundheit. Dieses Symbol steht für deine geistige Gesundheit. Sie treibt dich voran und hält dich am Leben. Sobald deine geistige Gesundheit aufgebraucht ist, verlierst du dich in der Dunkelheit und musst deinen letzten Speicherpunkt laden oder Gesundheitspunkte ausgeben, um dich im selben Zimmer wiederzubeleben. Du hast jetzt Gesundheitspunkte. Diese werden für Dinge verwendet, die Gesundheit verbrauchen, wie das Speichern am Podesten. Gib diese Punkte mit Bedacht aus. Die Dunkelheit macht es schwer, etwas zu erkennen. Ich brauche Licht. Okay, das Spiel ruckelt teilweise ein bisschen. So, erstmal Licht angemacht. Strange. In diesem Verriegelungsmechanismus scheint eine Art Siegel zu fehlen. Ah ja, gut. Na gut, dass ich hier schon was gefunden habe. Genau, ich habe das hier kombiniere mit dem verwenden. Damit. Das war ein schweres Rätsel. Diese Laterne könnte an diesem dunklen Ort nützlich sein. Mhm. Lichtquellen wie eine Laterne helfen dir, einen Raum zu durchqueren, in dem dich Dunkelheit umgibt. Laternen können durch Drücken von F-Tastatur, RT-Controller, der zugewiesenen Taste ein- und ausgeschaltet werden. Laternen funktionieren mit Lampenöl. Daher ist es gut, stets Lampenöl im Inventar zu haben, wenn du dunkle Korridore durchqueren möchtest. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Okay, also ihr merkt so teilweise, das Spiel ist ja mit Unity programmiert, also ich verstehe natürlich, dass sie wollen, dass er sich so ein wenig behäbig bewegt, aber schaut mal, wenn man so eng an Objekten vorbeiläuft, dann so, ne, dann schwebt er so über dem Boden. Sieht total komisch aus. Ansonsten, ich meine, das Design ist schon ziemlich cool, das Level-Design hier. Okay. Diese Tür sieht überhaupt nicht suspicious aus. An dieser Tür fehlt eine Art Griff, aber ich habe schon einen Türgriff. Diese purpurrote Tür macht mir ein mulmiges Gefühl. Scheinbar kann ich nur diesen Weg nehmen. Hello? Anyone there? Nein. Oh, bollocks.
Billowing wisps of damp air filled my lungs as I took in the familiar yet haunting atmosphere. I thought to myself that this may look and feel like fragments of the Westmark estate, but it is not. Siegel. Ich bin eingesperrt. Das Siegel an der Tür ist eine Art Schloss. Die Zahl an der Tür zeigt an, wie viele Siegel ich brauche, um sie zu entsperren. Mit genügend Siegeln kann man das Schloss hier sicher aufbrechen. Dann kann ich diesem verhexten Ort endlich entkommen. Du erhältst Siegel, indem du Rätsel im Haus löst. Die Anzahl deiner gesammelten Siegel und wie viele du zum Entriegeln der Tür brauchst, siehst du im Inventarmenü. So, hier ist erstmal so ein Podest. Zum Abspeichern, genau, Spiel gespeichert. Also im Gegensatz zu Arkham Horror, das eher so einen narrativen Ansatz so aus dieser Rollenspielwelt sucht, versucht dieses Spiel so ein wenig, ja, wie eine Lovecraft-Geschichte selbst zu sein. Ja, hier sehen wir zum Beispiel Blut auf dem Fußboden. Oh Mann, was ist hier passiert? So viel Blut! Da dreht sich einem der Magen um. Ja, oh, jetzt hier, das Bild vibriert. Also das, den Herzschlag imitieren, sehr cool. Interesting. Interessant. Die Taschenuhr meines Vaters, die habe ich überall gesucht. Sie tickt nicht und die Zeiger fehlen. Ich behalte sie besser, damit ich sie nicht wieder verliere. Die Standuhr meines Vaters ist seit Ewigkeiten in unserem Besitz. Sie scheint um 1.45 Uhr stehen geblieben zu sein. Ah, wahrscheinlich ein Hinweis. Oh, ein dunkler Raum. Bücherschrank. Ich habe Leder erhalten, okay. Es scheint, wir haben einen Hero amidst us. Okay, der Vorbote. Ich brauche Streichhölzer für diese Kerzen. Ich habe Schwefel erhalten. Was ist das da für ein seltsames Bild? Es zeigt eine Kraterlandschaft. Ah, eine große Ölflasche. Öl ist gut. Eine Frau vor einem Bett. Eine alte Flasche. Okay, ich muss auf jeden Fall Licht anbehalten. Ich bekomme Dietrich-Stück mit der römischen Ziffer 5, Reliquienschlüssel und ein Identifikationsset. Kann die wahre Natur eines Gegenstands offenbaren. Verschlossen, ich brauche einen Reliquienschlüssel, um zu öffnen. Da habe ich doch. Haben einen Messingbarren erhalten. Oh mein Gott. Damn daft Haus. Tillix, verdammtes dummes Haus. Was brauchst du? Vorratsraum? Erzähl mir was von dir. Auf Wiedersehen. Achso, Vorratsraum ist... Ah ja, das ist sozusagen, hier kann ich meine Gegenstände ablegen. Ach, das ist ja interessant. The pleasure. Erzähl mir etwas von dir. Ah, du bist so einer, der eher redet als handelt. Ich bin ein Wesen der Tat. Okay. Da ist eine Luke, aber ein Podest. Podest heißt abspeichern. Okay, hier ist ein Bild dahinter versteckt, aber gut, das kann ich anscheinend nicht greifen. Interesting. Interessant. Eine Luke. Sie führt zu anderen Orten wie eine Abkürzung, aber im Dunkeln herumzufummeln ist sinnlos. Ich muss die anderen finden, bevor ich irgendwo hingehen kann. Ah ja, so eine Art Schnellreise. Okay.
Ui, noch eine große Ölflasche. Öl ist immer gut. Öl heißt, ich habe für die Lampe etwas Brennstoff. That smell. Nothing you would want to set your teeth in, that's for certain. A kitchen for another purpose than to please the senses. Though this smell I will never forget. Ich habe Streichhölzer bekommen. This looks odd. Seltsam, dieser Anblick. Ein Topf, der vor sich hin blubbert und unangenehm riecht. Jemand hat hier Essen zubereitet. Das Fleisch sieht seltsam aus und riecht übel. Elisabeths zweiter Tagebucheintrag. 12. Dezember 1890. Es war der schönste Tag, den man sich nur vorstellen kann. Theodor nahm mich mit auf eine Bootsfahrt. Wir fuhren über den Arkham-Kanal und unterhielten uns über das Glück und den Sinn des Lebens. Anfangs war er etwas nervös und nach einer Weile bemerkte ich, dass er etwas hinter dem Rücken verbarg. Als ich mich vorbeugte, um ihn danach zu fragen, sprang er auf. Er sank auf die Knie, verneigte sich und bat nervös um meine Hand. Nun, als Frau war ich verblüfft, konnte ihm dieses Vergnügen aber nicht abschlagen. Alles in allem war dies einer der schönsten Tage. Ja, der Arkham-Kanal. Also Arkham ist natürlich ein konkreter Hinweis auf Lovecraft. Wobei Arkham ist ja eigentlich eine Stadt am Miskatonic. Und der Miskatonic ist ein großer Fluss, kein Kanal. Elizabeths vierter Tagebucheintrag, 10. Oktober 1891. Die dicke Kugel wächst und ich fühle mich immer weniger wie eine Dame und immer mehr wie eine hilflose Robbe. Theodor ist zu Expeditionen und Aufträgen von seiner Arbeit unterwegs. Allerdings meinte er, dass er sich krank fühle, sobald er das Haus verlässt. Ich denke, er versucht romantisch zu sein und will mir sagen, wie sehr er mich vermisst. Ich kann mich jedenfalls kaum bewegen, also helfen die Dienstmädchen überall im Haus. Seit Benjamins Tod habe ich das seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Aber vielleicht nährt auch nur das Baby meine Furcht. Wer ist Benjamin? Was ist das hier für ein Durchgang? Sieht seltsam aus. He's watching. Was? Zur Hölle. Das war gruselig. Das kann ich gut gebrauchen. Ja. Okay. Eine Luke. Genau, jetzt habe ich nämlich eine Verbindung. Genau, zum sicheren Raum. So, okay. Oh! Wiederbeleben, ein Gesundheitspunkt. Okay. Muss ich jetzt alles nochmal... This looks odd. Ja, ich muss da oben jetzt mich auch nochmal... Genau. Okay, also wenn man stirbt, dann... Auch wenn man den Lebenspunkt ausgibt... Geh mal weg hier, du blöder Stuhl. Okay. Also wenn man den Punkt ausgibt, dann... Was? Vor allem, das war ja gerade schon mal gewesen. Aber da fehlt ja noch eine Seite. Ich habe doch gerade noch eine Seite gefunden. Genau hier, genau, da war der Eintrag. Genau, das mal schnell abspeichern. So, und jetzt mal gucken, dass wir das schaffen,
hier nicht abzustürzen. Okay, bin ich gestorben? Bin ich gestorben, einfach nur um zu einer Tür zu kommen, die ich eigentlich, wenn ehrlich ist, nicht mal öffnen kann? Na gut. Dann gehe ich jetzt halt erstmal in den Keller. Und nehme die massive Platte mit. Ja, genau. Okay, das sieht schon sehr verrückt aus. Hi. Ich habe keine Zeit für Anhänger, die mir nicht ergeben sind. Bitte lass mich allein. Naja, ich werde eine Axt brauchen, okay. Hier brauche ich. Okay, hier brauche ich 15. Okay. Und aktuell habe ich auch keinen Reliquienschlüssel, ne? Ja. Der Typ sieht schon so ein bisschen gruselig aus, dieser Anhänger dort. Ich meine, hallo, wer ist denn hier bitte im Keller? It's locked. Schatullenschlüssel. Also so ein bisschen was für Resident Evil Fans, aber ohne so Zombie, also so ohne diesen Zombie-Part oder für Fans von, für, warte mal, dieses Buch stinkt total faulig, oh, es könnte das Kulte Gül sein. Warum konnte ich jetzt hier das Streichholz anzünden? Wenn es für den Rest des Raumes ja nichts bringt. Also es war so ein bisschen so wie so ein typisches Survival-Horror-Spiel, nur halt ohne Gegner. Bisher zumindest. Finde ich ganz nett. Ist mal eine ganz gute Idee neben diesen vielen anderen Spielen in diesem Bereich. Das auf dem Bild bin wohl ich. Ein Porträt von Pater Benjamin. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Er war ständig auf Reisen und ich habe ihn nur selten gesehen. Der Name der Familie und das Erbe standen für ihn an erster Stelle.
Meist hielt er sich im Salon auf, mit einem Cognac und einer Zigarre in der Hand. Wenn man genau hinsieht, scheint das Gemälde mit Craven signiert zu sein. Ich kenne diesen Namen. Oh, Gesundheitspunkt erhalten. Das ist ja cool. Eine Tischuhr. Sie ist um 9.20 Uhr stehen geblieben. Ich glaube, diese Zahlen werden noch wichtig werden. Ammoniak erhalten. Ich frage mich, wofür wir das alles brauchen. Schwefel, Ammoniak. Also das Spiel scheint davon ja echt einiges zu haben. Okay. Oh nö. Aber gut, ich beginne ja diesen Raum nochmal. Geht erstmal jetzt zu der anderen Tür. Die ist versiegelt. Was zur? Okay, das Item muss ich jetzt identifizieren. Ein Protokoll, ein dicker Brocken, enthält meine alten Protokollnotizen. Die Ursprünge. Die okkulte Religion der Angelsachsen ist auf den altägyptischen Gott Kuk, auch Kek oder Keku geschrieben, zurückzuführen. Kuk ist im Grunde die altägyptische Gottheit der Dunkelheit. Als Konzept wurde die männliche Form als Frosch oder als froschköpfiger Mann gesehen. Die weibliche Form wurde als Schlange oder als Frau mit Schlangenkopf dargestellt. Er symbolisiert auch das Unbekannte und das Chaos. Die angelsächsische Version, bekannt als Nifologie, glaubte, dass die Dunkelheit Kräfte hätte, die von anderen Kulten oder Überzeugungen nicht in Frage gestellt wurden. Die Nifologie basiert auf einer alten Vorstellung, dass es hier Wesen gibt, die älter sind als die Welt selbst. Das Nichts, die ewige Dunkelheit, gebiert alles. Ah ja, du schon wieder. Ich mag hier sitzen und dich anstarren, aber du hast mich zuerst angestarrt. Nun, ich rede nicht gern über mich selbst. Okay. Boah, direkt nochmal erwischt. Hier muss ich wieder einen Türgriff finden. Man muss hier wirklich eine Menge Items finden, um andere Items zu finden. Habe ich so ein wenig das Gefühl. Nein. Okay. Oh, da fallen Bücher raus. Was? Ist das eine Anlehnung an Ghostbusters, der erste Film in der Bibliothek? Kann man hier im Raum nichts machen? Das Buch, das da offensichtlich rausgefallen ist? Schade. Warte, muss ich ein bisschen Licht machen? Nee. Und das Buch, das da hinten rein ist? Nö, da hilft auch nichts.
It's locked. Wieder ein Buch erhalten, was ich identifizieren muss. Band Animalie, ein altes Buch über Tiere und Symbologie. Ah ja. Wird bestimmt noch wichtig. Wichtig, witzig. Wer hätte damit rechnen können? Okay, und dann breche ich auch wieder zusammen. Ihr lieben Leute, ich würde sagen, an diesem Punkt machen wir erstmal Pause. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel ist ein bisschen besonders. Also es macht einige Dinge richtig und andere wieder falsch. Also zum einen mag ich die Umsetzung des Grusels hier. Also ich habe wirklich einige Momente, wo ich echt dachte, oh, das ist schon ganz schön gruselig. Also offensichtlicherweise, als diese Geisterfrau hinter uns stand. Aber auch an anderen Orten, die ich jetzt in der letzten halben Stunde hier gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist schon stimmungsvoll. Also dieses Haus macht schon Spaß. Die Geschichte wirkt ein bisschen trocken. Da muss man gucken, wie das Ganze weitergeht. Was mich so ein bisschen stört, ist dieses Micromanagement. Ich finde so viele Gegenstände. Ich weiß nicht, wofür ich sie brauche. Das weiß ich nicht. Ich finde das Thema Cthulhu-Mythos bisher, also kosmischer Horror, sehr gut umgesetzt. Mit diesen Tagebucheinträgen und diesem naturwissenschaftlichen Ansatz. Das wird auch der Vorlage von Lovecraft gerecht. Also ich würde diesem Spiel auf jeden Fall attestieren, dass es für Fans des kosmischen Horror oder für Fans von Lovecraft auf jeden Fall spielenswert ist. Ich finde die Technik ein bisschen, ja, die Steuerung ist sehr behäbig, so, das wirkt alles noch nicht so ganz fertig. Diese Sterbemechanik mit den Fallen hier im Haus, das wirkt für mich so ein bisschen unnatürlich. Also ja, ich verstehe. Also diese Mechanik, so wenn es dunkel ist, dann ja, dann spielt langsam der Geist verrückt. Das ist sehr cool, aber dass es dann hier so Fallen gibt und sowas und da, so ein komischer Anbeter im Keller hockt, das sind so ein paar Sachen, die ich so weird platziert finde hier im Spiel. Naja, das ist bisher meine Meinung. Ich denke, als Let's Play werde ich das nicht weiterspielen. Ich wollte auch nur mal reinschauen. Das haben wir jetzt auch getan. Schreibt mir gerne eure Meinung über das Spiel in die Kommentare. Wie gesagt, ich will jetzt keine Wertung abgeben, dafür habe ich zu wenig gesehen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall für Horrorfans, eher Gruselfans, also weniger für Fans von Spielen wie zum Beispiel Resident Evil, wo ja auch ein Action-Teil mit dabei ist. Eher so für Fans von Spielen, bei denen man halt wirklich auf sich alleine gestellt ist, mit einem sehr hohen Survival-Anteil. Und man muss natürlich, wie schon mehrfach erwähnt, die Vorlage mögen. Man muss das ganze Cthulhu-Universum mögen, den kosmischen Horror mögen, die Geschichten von H.P. Lovecraft mögen. Wenn man das alles mag, ich glaube, dann wird man hier auch seinen gruseligen Spaß dran haben. Ansonsten könnte das alles ein wenig weird wirken. Ja, das ist so meine Meinung. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare und dann sehen und hören wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. BB, euer Hyuga.